Ja, hallo, meine zuckersüßen Honignascher und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einem ganz neuen Produkt, Leute. Ich habe sehr lange drauf gewartet, bis es endlich rauskam. Habe mir das Ganze auch etwas anders vorgestellt. Ich dachte mir, ja, ich teste jetzt eine neue Haribo-Sorte für euch und stelle euch so eine kleine Haribo-Tüte mal vor, aber nein, ich habe sie leider nur in dem Format bekommen. Ist aber auch völlig egal, Leute. Es gibt jetzt die neuen Haribo Honigmelonen. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle schon die normalen Haribo-Melonen. Das sind die roten. Ja, die haben ja so einen Wassermelonen-Geschmack. Den habe ich auch schon für euch getestet. Schaut dazu gerne hier oben ins Testvideo. Das war für mich persönlich jetzt nicht so meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Ich fand jetzt so, dass die mehr ins Künstliche übergegangen sind und so ein bisschen nach Kaugummi geschmeckt haben. Also der Wassermelonengeschmack kam bei mir jetzt nicht wirklich richtig durch. Honigmelonen, Leute, das ist doch echt schon mal. Also eine neuere Geschmacksrichtung gibt es gar nicht. Ja, das ist auch mal was, was man überhaupt nicht kennt. Also man kennt diese Geschmacksrichtung überhaupt nicht von Haribo. Ich kenne diese Geschmacksrichtung auch nicht bei Trolli oder Katjes oder Lachgummi. Also Honigmelone, mal was völlig Neues. Und ich bin schon mal sehr gespannt, ob sie auch wirklich nach Honigmelone schmecken. Ich bin ja auch nicht der allergrößte Schaumzuckerfreund, aber Leute, Honigmelonen. Ich bin ja sowieso ein wahnsinniger Melonenfreund. So, ich mache jetzt hier mal diese Partybox auf. Und sie sind auch schon sehr weich. Oh, krass. Oh, und die riechen, als wenn man echt wirklich. Also, ich kenne Honigmelone, jetzt ist ja gerade die Melonenzeit. Also, sie schmecken, sie riechen echt richtig, als wenn man gerade so eine gelbe Honigmelone, aufgeschnitten hat. Oh, Leute. Oh, wie süß. Und ich finde diese Honigmelonen hier, die schmecken mehr nach Honigmelone, als die Wassermelone von Haribo nach Wassermelone schmeckt. Oh, also richtig süß. Sie kommen der Honigmelone sehr, sehr nah. Also für Leute, die keine Honigmelone mögen, die brauchen hier gar nicht beigehen, weil der Geschmack, der ist echt eins zu eins. Richtig süß gelungen, auch richtig schön weich. Finde ich 10-mal besser als die Haribo Wassermelonen. Oh, also wie gesagt, auch richtig süß gelungen. Und man kennt diese Geschmacksrichtung nicht. Es ist natürlich schade, dass es wieder nur limitiert ist und keine Dauersorte. Aber ich würde denen auf einer Skala von 1 bis 10 auch richtig gute 9 Punkte geben. Einfach weil das ist eine wahnsinnig neue Geschmacksrichtung. Richtig gute Idee, mal so eine Sorte rauszubringen. Dass sie jetzt in so einer großen Partybox, ich habe sie bei Aldi entdeckt, dass ich sie nur in so einer großen Partybox gekriegt habe, ist gar nicht schlimm. Die wird auch wahrscheinlich sehr schnell alle gehen. Ich finde immer so kleinere Tütchen ein bisschen besser. Aber Leute, es lohnt sich auf jeden Fall. Probiert sie auch aus. Abonniert hier oben meinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss.